Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Bei uns ist heute etwas anders, läuft etwas anders als geplant. Wir sind nicht im Fernsehen und wir haben heute nicht das Thema, was ich gestern angekündigt habe. Sex hat mein Leben zerstört. Das machen wir morgen. Sex hat mein Leben zerstört. Das ist morgen unser Thema. Heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, von mir aus auch schon über dieses Thema, dann meldet euch ganz einfach hier bei uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder unter der kostenfreien Faxnummer 0800 220 5051 oder ihr mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Sophie ist die Erste, 20 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sophie. Na, wie ist es? Ja. Weswegen rufst du an? Ja. Also ich bin mit 15 vergewaltigt worden von meinem damals besten Freund. Ja. Bin von dieser in dieser einen Nacht auch schwanger geworden. Hab diese Kinder auch bekommen. Kinder? Ja, sind Zwillinge. Zwillinge. Ja. Mhm. Und ja, ich wollte die Kinder beide nicht, ist klar. Und hab damals, ich brauchte die Zustimmung meiner Eltern für eine Abtreibung, die ich nicht bekommen habe. Meine Eltern haben meinem besten Freund das nicht zugetraut. Lass mich mal eben fragen, bester Freund, was heißt das? Wart ihr lange schon bekannt miteinander, sehr befreundet? Das ist eine Sandkistenfreundschaft. Sandkistenfreundschaft. Mhm. Aber immer so platonisch, da war nichts vorher mal sexuell gelaufen? Nee, von mir ging da nie was raus. Und dann quasi aus heiterem Himmel hat er das denn gemacht und hat dich zum Sex gezwungen und dich vergewaltigt. Richtig. Wie, und deine Eltern haben da eine Abtreibung nicht zugestimmt? Nein, weil sie dir das nicht... hab ich mir alles ausgedacht. Sie haben gesagt, du hast dir das alles ausgedacht? Ja, also die haben ihm das nie zugetraut. Das ist aber schlimm für dich, ne? Gewesen. Damals, ja. Ja. Das heißt, du hast damals niemanden gehabt, vor 5 Jahren, der dir geglaubt hat? Nein. Mhm. Meine Eltern waren auch die einzigen, mit denen ich drüber gesprochen habe. Die haben mir nicht geglaubt und danach habe ich es auch nie wieder versucht. So, dann hast du die Kinder bekommen. Die Zwillinge sind auf die Welt gekommen. Richtig. Ja. Was ist mit den Kindern dann passiert? Mein nächster Gedanke war, komm, such Eltern, die sich drum kümmern. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Wo meine Eltern aber auch nicht zugestimmt haben. So nach dem Motto, zusammen kriegen wir das hin. Mhm. So. Das heißt, die Kinder... Erzähl mal weiter. Ja, damit sind die Kinder also bei uns geblieben, meinen Eltern und mir. Ja. Ich habe noch 2 Jahre bei meinen Eltern gewohnt, mich auch wirklich nur um die Kinder gekümmert, wenn ich es musste, weil meine Eltern weg wollten. Das waren nie meine Kinder. Mhm. Für mich waren sie das nie. Ja. Ich habe sie gesehen und dachte nur, weg. Mit 18 wollte ich dann ausziehen, alleine, musste die Kinder aber mitnehmen. Mhm. So. Ich habe dann langsam eine Verbindung zu den Kindern aufgebaut. Heute muss ich sagen, sie sind mein Ein und Alles. Ich würde sie nichts in der Welt mehr hergeben. Kurze Zwischenfrage, warum musstest du ausziehen mit 18? Weil es mit meinen Eltern nur noch Streit gab. Ja, und dann waren die auch so knallhart und haben gesagt, dann nimm deine Kinder auch mit. Ja, ich habe dann gesagt, ich ziehe aus. Mhm. Und sie sagten dann, dann nimmst du deine Kinder dann mit. Ja. Wir haben unsere Kinder groß. Mhm. Und um deine kümmerst du dich. Ja. So, mittlerweile sind die beiden halt 4 Jahre alt und fragen, wenn sie aus dem Kindergarten kommen, warum haben die anderen Vater und wir nicht? Ja. Sind das 2 Mädels, 2 Jungs oder gemischt? Ja, 2 Mädchen. 2 Mädchen, mhm. Aber bevor wir auf diese Frage jetzt eingehen und die Problematik, die dahinter steckt, möchte ich nochmal hervorheben, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, jetzt hast du die Mädels angenommen. Und hast die Kinder lieb? Ja. Wirklich? Von Herzen? Ja. Oder ist immer noch so ein kleiner Beigeschmack, so eine kleine Distanz da? Nee, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Du kannst die auch in Arm nehmen, auch zärtlich zu denen sein, das geht alles. Zärtlich? Heute würde ich sagen, was ist das? Ich liebe meine Kinder, ich würde sie nie zeigen. Aha. Das heißt, du streichelst die nicht, du kuschelst nicht mit denen? Wenig, ganz, ganz selten. Mhm.
kann wirklich nur, wenn die Initiative von ihnen ausgeht. Was ja auch nicht normal ist, ne? Und so Kinder kriegen das ja mit. Ja, natürlich, aber was soll ich dran ändern? Oder wie soll ich es dran ändern? Jetzt kommt die Frage, wo ist unser Papa? Genau. Mhm. Warum werden die anderen vom Papa abgeholt, wir nicht? Warum mhm. haben die anderen einen, wir nicht? Mhm. Heute kann ich noch sagen, wir reden anders mal drüber, kommt, geht spielen, aber irgendwann wird das nicht mehr gehen. Mhm. Irgendwann werden sie sagen, nicht später, jetzt. Ich meine, Sie sind wirklich jetzt ja noch sehr jung, mit 4 Jahren, 4,5 ja, Jahren. Genau. Da kann man Kindern natürlich nicht so eine Wahrheit zumuten. Vielleicht könntest du ihnen jetzt erstmal sagen, das war so eine, ich habe den Papa nur eine Nacht mal kennengelernt und dann ist der Kontakt wieder verloren gegangen, irgend sowas. Ja gut, aber merken Kinder sich sowas nicht auch? Bitte? Sowas merken Kinder sich doch auch. So, und später ist es dann, warum hast du damals das gesagt? Ja, aber ja, lass uns mal weiter überlegen. Ich glaube, dass man das hinterher dem jungen Erwachsenen auch klar machen kann, dass man einem Kleinkind oder einem Kind nicht so etwas Schlimmes erzählen kann. Es ist schon gravierend genug, wenn du den beiden, sagen wir mal, wenn sie, ich weiß es nicht, 14, 15 sind, in dem Alter, wenn du ihnen da die Wahrheit sagst, das ist schon ein ganz schweres Vorgehen, finde ich. Da wird dir, werden die dir mit Sicherheit nicht den Vorwurf machen, warum hast du uns damals gesagt, das war nur so ein One-Night-Stand oder so. Das glaube ich nicht. Also ich finde, dass du so jetzt, bis sie in die Pubertät kommen ungefähr, eine relativ harmlose Lüge aufrechterhalten sollst. Die musst du auch machen. Du kannst ja nicht, wenn die jetzt 10 sind oder so, kannst ja nicht sagen, reden wir später mal drüber. Dadurch wird das Geheimnis und das Mysterium ja noch viel größer. Ich würde erstmal eine klare Ausrede jetzt mir, eine nachvollziehbare Ausrede ausdenken. Aber die Kinder werden heute ja auch schneller erwachsen, als ich es war. Also mit 12 hätte ich nie nachgefragt, so genau. Mhm. Aber mittlerweile, ja, die eben. Jugend geht weiter und die werden mit 12 ihren Vater kennenlernen wollen. Ja. Oder was ist, wenn sie es wollen? Deswegen musst du dir eine Strategie überlegen, was du ihnen sagst, bis du ihnen die Wahrheit sagst. Und was mache ich, wenn er plötzlich bei mir vor der Tür steht? Der Vater. Der Vater, der Erzeuger der Kinder. Er weiß ja, dass du die Kinder bekommen hast, ne? Ja. Mhm. Hat er sich denn in den letzten 4 Jahren mal irgendwann nochmal gemeldet? Er hat sich öfter gemeldet. Wir sind uns, bevor ich ausgezogen bin, noch oft über den Weg gelaufen. Aber so dieser Kontakt zwischen den Kindern und ihm ist nie zustande gekommen. Ja. Hast du den Eindruck, dass er froh ist, dass es keinen Kontakt gibt, dass er dem Ganzen aus dem Weg gehen will? Nein, er ruft heute noch bei meinen Eltern an und fragt, wie es den Kurzen geht. Ehrlich? Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, du hast Angst, dass es über ihn rauskommen könnte? Dass er irgendwann die Kinder sehen will. Mhm. Gut, das ist aber jetzt noch wieder ein anderes Problem als das Problem, was sage ich den Kindern jetzt? Oder wie gehe ich mit dieser schlimmen Wahrheit den Kindern gegenüber um? Ne? Mhm. Finde ich, wie du dich verhalten wirst, wenn er damit ankommt, das ist natürlich jetzt noch wieder eine ganz andere Frage. Also du hast den Eindruck, dass er schon irgendwie an den Kindern interessiert ist, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Mhm. Du hast aber, hast du mit ihm mal irgendwann gesprochen danach nochmal? Nein. Kein Mal? Nein. Hm. Da kann man ja im Moment gar nichts machen. Da kann man ja, da kannst du ja im Moment gar keinen Riegel vorschieben. Mhm. Den einzigen Riegel, den du vorschieben kannst, ist, dass du dich abschottest und wirklich jeglichen Kontakt und Kommunikation unterbindest. Und das tust du ja auch im Moment. Ja. Ne? So. Deswegen würde ich das erstmal so ruhen lassen. Wichtiger ist jetzt der Umgang mit den Kindern. Wie stehe ich meinen Kindern gegenüber da? Hm. Ja, da wiederhole ich das nochmal, dass ich das okay finde, dass du für noch ein paar Jahre, ich weiß nicht, das musst du entscheiden, wenn du den Eindruck hast, dass sie reif genug sind für so eine schlimme Wahrheit, dass du bis dahin so eine einigermaßen passable, nicht schlimme Lüge erfindest. Hm. Ja klar, die Gedanken hatte ich auch schon, ihnen viel zu erzählen, dass der Vater verstorben ist oder so, aber immer werde ich sowas nicht aufhalten können. Also nee. Du sagst jetzt irgendwas. So, im Prinzip finde ich so ein One-Night-Stand immer ganz gut. Mhm. Das,
Also einmal, also das kannst du den Vierjährigen auch noch nicht erklären, aber so die, dass du es so für dich im Kopf hast. Das ist eine Affäre gewesen für eine Nacht und ich habe den ich weiß nicht, wer es ist. Das finde ich harmlos. Das finde ich auch keine so schlimme Lüge und finde ich auch völlig vertretbar in so einer Situation. So, und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, finde ich schon, dass man das vielleicht den Kindern sagen sollte, wobei ich da auch vorsichtig bin und möchte dieses jetzt mit einem ganz anderen Rat an dich verknüpfen. Du sagst, dass du mit den Kindern kein gutes körperliches Verhältnis haben kannst. Nein. Ich würde dir ganz dringend raten, Sophie, nach dem, was dir passiert ist, du hast eine Vergewaltigung hinter dir, was schon die Hölle ist. Du hast die schlimme Erfahrung hinter dir, dass Menschen, selbst deine Eltern, dir nicht geglaubt haben, was die Hölle noch mal schlimmer macht. Und du hast jetzt diese 5 Jahre hinter dir, den schwierigen Prozess, die Kinder anzunehmen. Also hast du mit deinen 20 Jahren schon eine ganze Menge auf dem Puckel. So. Ich würde dir ganz dringend raten, zu einem Psychologen aufzusuchen. Um mit dem über all das zu sprechen, was dir widerfahren ist. Ja gut, aber was soll der da jetzt noch dran ändern können? Der kann da nichts dran ändern, aber der kann dir helfen, all diese Verletzungen besser aufzuarbeiten und damit zurande zu kommen. Und vielleicht sogar bewirken, dass du ein noch besseres und entspannteres Verhältnis zu deinen Kindern kriegst. Denn das tut den Kindern auch nicht gut, das merken ja so Kleine, wenn man die nicht anfassen möchte und nicht zärtlich ist. Das werden sie dir vielleicht hinterher auch mal sagen. Mama, warum warst du immer so eiskalt zu uns äußerlich? Vielleicht hast du recht. So, und dann kann man auch mit, wenn du jetzt in einer guten psychologischen Betreuung bist, auch diese Frage, kannst du da in der Therapie auch nochmal ausgiebig erörtern, was und wie sage ich den Kindern das, wenn es soweit ist? Ne? Das kann man nicht so, alles ja nicht so leichtfertig sagen, hier in so einem kurzen Radiotelefongespräch. Da hängt ja so viel... Ja, klar. So viel dran. Also deswegen wäre das jetzt mein allererster ganz großer Rat. Suche dir einen guten Psychologen, eine gute Psychologin. Ja. Hast du denn bisher überhaupt schon mal über all die Verletzungen, außer mit mir, mit irgendjemandem mal darüber geredet? Nein. Ja, siehst du mal. Das verkraftet doch kein Mensch und schon gar nicht so ein Mensch, der so jung ist wie du. Was du da schon alles geleistet hast, Sophie. Finde ich erstaunlich, muss ich auch ein Kompliment machen, dass du es schon so weit geschafft hast. Und schön wäre es ja, wenn du es mit den Kindern noch besser schaffen würdest. Ja, sicher. Ne? Ich habe hier im Hintergrund ja auch immer einen Psychologen oder eine Psychologin. Heute ist es eine Psychologin, das ist die Heide. Und ich würde gerne, dass du mit ihr jetzt auch noch ein bisschen redest, dass sie dir auch noch ein paar praktische Tipps gibt, von wegen, wie geht das so mit Psychologen finden und therapieren, also ein Kram. Ja, das wäre gut. Ja? Dann legst du bitte auf und Heide ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Gute, alles Liebe. Viel Erfolg noch für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Tschüss, Sophie. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio bei uns live, dann ruft an. 0800 220 5050 ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch. Morgen haben wir das Thema Sex. Hat mein Leben zerstört. Und im weitesten Sinne passte der Fall von Sophia auch darauf. Das war erzwungener Sex. Das Leben ist vielleicht nicht gänzlich zerstört, aber es ist eine schwere Erschütterung. Eine schwere Erschütterung hat stattgefunden. Also wenn ihr irgendetwas erlebt habt, durch oder mit Sexualität, was euch, sagen wir mal, sehr aus der Bahn geworfen hat, dann werdet ihr morgen ein guter Gesprächspartner für mich. Das ist nämlich unser Thema morgen. Sex hat mein Leben zerstört. Jetzt geht es weiter mit Martin und Martin ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema, Martin? Ja, mein Thema ist, ich glaube, ich stelle mich vor die größte Entscheidung meines Lebens. Mhm. Subjektiv im Moment zumindest. Ja. Es ist also so gewesen, ich bin 23 und habe viel mit Frauen versucht, habe also viel mit Frauen erlebt, auch viele Freundinnen gehabt. Mhm. Und diese Beziehungen sind alle ziemlich früh kaputt gegangen. Ja. Wie lange hat die längste gehalten? Halbes Jahr. Mhm. Ja. Wie viel nur, damit ich mir so ein Bild machen kann? Wie viele Beziehungen hattest du schon oder wie viele Frauen? Also Frauen mit Affären und One-Night-Stand und so. Erstmal alles, ja. Also sicher 15. Noch, ja. Vielleicht noch mehr. Ja, und was würdest du sagen, wie viel, wo es ein bisschen ernster zuging, Beziehungen?
3 bis 4. Ja, okay. Mhm. Wie gesagt, habe ich halt so sehr viel erfahren und ich bin ein Mensch, der, mit der man muss viel kommunizieren und muss halt viel reden. Also ich bin, stelle auch hohe Ansprüche an eine Frau. Ich sehe auch nicht schlecht aus, denke ich mal. Mhm. Sonst hätte ich auch nicht den Erfolg. Und nun ist nach gut einem Dreivierteljahr der Verzweiflung, wo ich irgendwann mal gesagt habe, ich muss doch endlich mal eine vernünftige Frau finden, mhm. die wirklich, die mir Geborgenheit gibt, die mich morgens anlacht und mit der ich mich gut verstehe und nicht immer nur, die letztendlich nur Sex haben wollen oder so. Mhm. Und nun ist vor gut 3 Monaten, habe ich im Internet eine kennengelernt, die gleichen Alter hatte und wir haben 1 Monat lang uns über Internet geschrieben und die Mails wurden immer länger und irgendwann haben wir beide gemerkt, da ist doch ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Und ich habe es dann auch irgendwann geschafft, mich mit ihr zu treffen und es hat von Anfang an super gefunkt. Wir haben uns sofort in den Arm genommen, geküsst und super miteinander verstanden und wir wohnen leider etwas weiter auseinander, so knapp 40 Kilometer. Ja, das geht ja. Ja, wir haben uns halt am Ende jetzt eigentlich nur an den Wochenenden sehen können. Mhm. Es hat zwar ab und zu mal so Phasen gegeben, wo sie bockig geworden ist, wo sie so, ja, aus einem völlig heiteren Grund mir gesagt hat, so, ja, ab morgen kannst du eh alleine schlafen, du Arsch und so. Mhm. Es hat, also ohne, dass es einen Konfliktpunkt gegeben hat, sondern nur, wenn sie irgendwie genervt war oder sich irgendwie bedroht gefühlt hat oder irgendwas ihr nicht gepasst hat, dann hat sie da mir Sachen in den Kopf geschmissen, die waren teilweise echt krass. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und auch nicht begründet. Sie sagt, sie hat immer so eine Angst, irgendwas vererbt von ihrem Vater und so weiter. Und ich habe hab versucht, darauf einzugehen, aber dann hat sie abgeblockt und hat gesagt, ich will da nicht drüber reden. Und dann ist sie auch schnell weggegangen und spazieren und so weiter. Ich bin da nicht rangekommen. Jetzt kommt aber der Hammer. Jetzt am Sonntag habe ich sie wieder nach Hause gefahren, wieder so eine Situation, wo sie nichts sagen wollte und ich habe gedacht, sie will ihre Ruhe haben. Mhm. Sie kam dann irgendwann an, wollte nach Hause gefahren werden, ich bringe sie nach Hause, ich komme nach Hause, rufe mein E-Mail-Konto ab, kriege ich einen Abschiedsbrief von ihr per E-Mail. Abschiedsbrief? Sie wollte Schluss machen oder was? Nein, mit ihrem Leben wollte sie Schluss machen. Sie wollte mit ihrem Leben Schluss machen? Ja. Jetzt, ihr werdet weiterreden. Ich hoffe, dass es gut gegangen ist, dass es nicht passiert ist. Ich habe sofort die Polizei angerufen und die ist da mit dem Krankenwagen hin und so weiter. Ja. Und sie hat auch noch die Tür aufgemacht und hat hat gesagt, es wäre nichts und es ist ja alles in Ordnung. Und dann wollten sie nochmal rein und dann hat sie es wieder versperrt und hat sie dann reingelassen. Und als die Polizisten drin waren, ist sie zusammengebrochen. Da hatte sie wohl schon einige Tabletten drin. Ja. Wie viel genau, weiß ich nicht. Ist dann ins Krankenhaus gekommen? Sie ist ins Krankenhaus gekommen. Ich habe dann einen Anruf von der Polizei gekriegt, dass sie da liegt und dass es wohl nicht allzu schlimm wäre. Sie hat jetzt auf Intensiv gelegen und ist jetzt auch aus der Intensiv raus, liegt da noch. Und ich bin hingegangen, habe sie in den Arm genommen, und weil ich habe mich noch nie bei einer Frau so wohl gefühlt und konnte mich noch nie so fallen lassen. Mhm. Ich habe vor 1,5 Jahren einen schweren Sportunfall gehabt, wonach ich neu laufen lernen musste und habe heute noch Beschwerden, dass ich immer mit dem Rücken Probleme habe und Konzentration und Gleichgewicht und so. Mhm. Und jetzt geht es mir wieder schlecht, weil meine Schilddrüse kaputt gegangen ist oder so einen Kollaps kriegt immer dadurch, weil der Körper sich irgendwie abwehrt gegen gewisse Fremdkörper wohl. So, Martin, jetzt muss ich mal fragen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich stehe vor der schwierigsten Entscheidung meines Lebens. Das ist das Problem. Was ist denn das für eine Entscheidung? Das Problem ist, die Frau liegt im Krankenhaus und hat, also wir haben ein so inniges Verhältnis gehabt und ich kann aber dieser Frau im Moment nicht mehr helfen, weil ich selber, ich muss 5-6 Tage die Woche zum Arzt und von einem Besuch zum nächsten. Ich bin krankgeschrieben seit 2 Wochen und schaffe es gerade mal eine Stunde im Auto zu sitzen und zu fahren. Krieg hier zu Hause schon einen Rappel, weil ich Angst habe, dass es irgendwie wieder schlechter wird. Und dann passiert also, sowas. Was ist die Entscheidung? Ja, und ich muss mich jetzt entscheiden, mache ich mit ihr Schluss oder mache ich mit ihr nicht Schluss? Weil ich kann ihr nicht helfen. Sie braucht jetzt super Hilfe und ich habe schon mein Möglichstes getan, was ich konnte. Ich bin zu ihr nach Hause, weil ich hatte schon einen Schlüssel und habe die Sachen hingebracht und mich darum gekümmert, dass sie psychologische Betreuung bekommt und auch jetzt eine Anschlussbehandlung. Aber allerdings erst im August und viel zu spät und einmal die Woche nur, das bringt alles nichts. Ich habe Angst, dass sie sich wieder umbringen will. Ja, sie ist ja momentan in einem normalen Krankenhaus, nicht in der Psychiatrie. Nein. Ganz normales Krankenhaus. Ja, also wenn man psychologisch. Problem ist, sie ist, soweit ich weiß, ist sie da jetzt auch schon wieder raus und ist zu ihren Eltern. Ihre Eltern wohnen in Berlin und sie wohnt Grenze zu NRW von Niedersachsen. Du hast die letzten Tage nicht mit ihr telefoniert. Ich bin
Montag habe ich noch mit ihr telefoniert, ja. Was hat sie denn in diesem Abschiedsbrief eigentlich geschrieben? Sie hat geschrieben, dass sie nicht mehr kann, dass sie seit Jahren es probiert, diese Ängste zu bewältigen und sie kann es nicht. Sie hat sogar Angst vor meinem besten Freund, sie hat Angst vor den Arbeitskollegen und sie will nicht mehr, sie will endlich ihre Ruhe haben. Mhm. Und sie möchte, dass ich wirklich glücklich werde, weil ich hätte ihr wehgetan und ich sollte mir keine Vorwürfe machen. Und sie möchte endlich ihre Ruhe haben. Das ist natürlich jetzt wirklich eine Situation, die dich völlig überfordert, das ist mir klar. Ja. Das, was die paar Fetzen, die du mir jetzt nur erzählt hast über das Mädel, zeigt ja wirklich schon, dass sie in einem großen Drama steckt, seelischen Drama, ja. Das man nur wirklich mit hochprofessioneller Hilfe beheben kann oder ihr helfen kann. Ja. Das kannst du gar nicht. Zudem bist du ja selbst auch noch jetzt gesundheitlich angeschlagen und bist sowieso nicht immer an ihrer Seite. Andererseits ist es natürlich auch eine heroische Entscheidung quasi, jemanden, den man so liebt, sich von dem zu trennen, weil man sagt, ich kann es nicht. Ja. Hättest du denn auch noch Angst, wenn du sagst, ich trenne mich, dass sie dann noch weiter absinkt in ihre Depression? Ja. Dass wenn sie nicht im Krankenhaus, also sie ist ja, so wie ich vermute, ist sie jetzt aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Ich habe da hinten rum über die Eltern so ein bisschen was gehört. Hatte sie noch nicht mal in psychologischer Betreuung. Mhm. Ne? Mhm. Das ist immer wirklich sehr schlimm. Das Problem ist mir bewusst, dass es wenig so akute Hilfe gibt. Ja. Jetzt müsst, wenn du im, wann kann sie in die Therapie? Anfang August, irgendwie 10. oder so, hat sie gesagt. Ja, das ist ja schon toll. Das ist schon toll, sage ich dir. Einmal in der Woche eine Stunde, wo sie auch noch eine Viertelstunde zu Fuß hingehen muss. Ja, nur gut, aber immerhin. Und das ist schon übernächste Woche, wollen wir das mal nicht zu schwach sehen. Ja. Manche müssen da Monate darauf warten, auf solche Therapien. Ja. Dann ist sie zumindest schon mal in einer fachkundigen Hand, das beruhigt einen schon mal. Mhm. Was hältst du denn von folgendem Vorschlag? Wenn du sagst zu mir, dass du sie sehr liebst. Ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt und ich konnte noch nie jemandem so viel erzählen. Und sie liebt dich auch? Ja, das sagt sie mir immer. Sie sagt schon, sie macht manchmal schon Pläne mit heiraten und wir haben jetzt wollten uns zusammen eine Wohnung nehmen, haben schon gesucht und uns welche angeguckt. Jetzt widerstrebt es mir irgendwie, die zu sagen, nur aufgrund dieser rationalen Überlegung, ich bewältige das nicht, sich zu trennen. Irgendwie widerstrebt es mir, wenn da zwei Leute sind, die sich so lieben. Und die sich gefunden haben. Was hältst du denn von folgender Idee? Wenn du mit ihr sprichst und sagst, pass auf, ich fühle mich da sehr überfordert und ich kann eigentlich auch nicht dir wirklich helfen. Da muss jetzt wirklich ein Fachmensch ran. Mhm. Lass uns doch einfach so einen Pakt schließen. Wir beide sind verbunden miteinander. Aber wir lassen uns einfach mal ein bisschen in Ruhe, gehen etwas auf Distanz, aber sind im Geiste bei uns. Bist du wieder ein bisschen Fuß gefasst hast und du auch ein bisschen stabiler bist. Mhm. Ich rede mal in deinem Namen jetzt. Ich warte auf dich und ich werde da sein, wenn du vielleicht in 2-3 Monaten ein bisschen fitter bist. Mhm. Aber hab Verständnis, dass ich kann es halt nicht. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz nah an dir dran. Mhm. Dein Leben muss sich jetzt erstmal regeln und das musst du selbst auch ein bisschen in die Wege leiten. Aber ich werde wieder für uns da sein, wenn du stabil bist. Was hältst du denn davon? Und du musst ihr vor allen Dingen eines klar machen, dass sie eben auch jetzt einiges dazu tun muss. Wenn ihr viel gelegen ist, auch an dir und an eurer Liebe, und vielleicht als Ziel irgendwann hat, dass ihr beide mal glücklich werdet, dann muss sie jetzt auch sich ein bisschen zusammenreißen und zu sagen, okay, ich will, dass mir geholfen wird. Das hat sie auch schon zugestimmt, als ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, du brauchst jetzt psychologische Hilfe, das geht nicht anders. Da sagt sie, ja, ich will das auch machen. Gut. Und das kann so nicht weiter. Also sie hat schon einiges eingestanden. So. Und die eine Woche. Der Faktor Angst ist aber, ist der, dass ich einfach Angst habe, dass sie irgendwann wieder sowas macht oder dann wieder so bockig wird und alles. Das ja, aber weißt du, wenn du jetzt sagst. Macht mich kaputt. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich trenne mich von dir, besteht ja wirklich die Gefahr, dass man ihr noch einen Schuss von Mut gibt. Wenn du aber sagst, pass auf, ich gehe einfach nur mal ein bisschen auf Distanz und warte auf dich, bis du gesund bist und bis du wieder stabiler bist. Und dann werden wir unser Leben leben. Ist das doch eigentlich eine tolle Grundlage. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie sehr lieb du sie hast, wirst du das ja auch bringen, dieses Opfer bringen können, einfach zu warten, oder? Na klar. Das Problem
Problem ist, wenn ich habe ein Foto von ihr bei mir auf dem PC drauf gehabt und jedes Mal, wenn ich da jetzt drauf geguckt habe, kam jedes Mal diese Angst, dass sie mir wieder irgendwie weh tut. Mhm. Sie tut mir auf der einen Seite richtig gut, aber auf der anderen Seite richtig weh. Und ich weiß, wenn ich jetzt sage, es ist Schluss und es geht gar nichts mehr, kenne ich aus Erfahrung, das kann auch nichts mehr werden. Auch wenn man dann irgendwie so sagt, ja, wir können ja gute Freunde bleiben und so. Das hat bis jetzt noch nie richtig. Nee, davon halte ich auch gar nichts. So habe ich das gerade aber auch nicht gemeint. Das hast du nicht so verstanden, hoffe ich, oder? Nein. Ich weiß, wie es gemeint ist, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde auch nochmal an der Stelle, das habe ich gerade nicht so ganz ernst genommen oder nicht so in den Vordergrund gestellt. Sie hat dir ja auch durch ihr seltsames Verhalten sehr oft wehgetan und dich vom Kopf gestoßen. Ja, das würde ich ihr jetzt auch nochmal sagen. Dass du sagst, dass du damit auch so schwer umgehen kannst. Aber dass du sie so lieb hast, dass du ihr die Chance gibst, dass sie sich da fängt, mit Hilfe eines Psychologen, auch dieses Verhalten abzustellen. Aber im Moment möchtest du einfach ein bisschen auf Distanz gehen. Aber du bist da. Dass man vielleicht noch so E-Mail-Kontakt hält oder so. Ja, zum Beispiel sowas. Aber trefft euch erstmal nicht und... Ja, nicht sehen, aber halt, dass man wenigstens so... Ich will ja auch wissen, wie es ihr geht. Genau, ja, das muss... fortschrittliche Entwicklung macht. Das muss ja nicht zu künstlich jetzt getrennt werden. Ein bisschen Kontakt, ja, wenn einem danach ist, ja. Mhm. Darf ich da Liebe in die E-Mails reinschreiben? Ja, finde ich schon. Finde ich schon, Martin. Ich finde es sehr rührend. Ihr dann doch damit auch weh zu tun. Dass du sie liebst, das glaube ich nicht. Nein, wenn ich ihr da schreibe, dann, dass sie zu viel Sehnsucht hat und so weiter und dass ich kann ihn nicht sehen und so. Nee, du würdest ihr ja viel weher tun, wenn du sagst, ich mach Schluss. Hm. Und so, du kannst es ja plausibel begründen, dass diese Distanz einfach etwas Wichtiges ist, um zu gesunden, damit sie gesunde und dass ihr auch auf eine ordentliche Grundlage kommt. Und dass man dann mit einem Neuanfang, man mal probieren kann, weil die Wellenlänge ist ja da. Ja, ja. Ich bin sicher, wenn sie in gute Therapie kommt und sie einigermaßen wieder ins Lot gerät, dass ihr dann eine optimale Grundlage habt, wenn ihr beide euch so liebt. Hm. Wäre mein Rat, Martin. Das werde ich mal probieren. Das hört sich gut an. Also irgendwie so den Mittelweg wieder dazwischen. Ja, finde ich schon. Das andere ist zu radikal. Ich glaube, das würde mir selber auch noch ganz schön wehtun. Ja. Bist du auch Berliner? Nee. Ich dachte, das klingt so ein bisschen. Ja, das kann sein. Dass man das vielleicht ein bisschen annimmt. Ja. Gut, Martin. Ja. Sollen wir so verbleiben? Ja, ich danke dir. Wenn irgendwie noch was anliegt, rufst du nochmal an. Ja, oder wenn ich Mail am besten. Da kommt man besser durch. Ja, das hatte ich auch geschrieben. Mhm. Weil das Telefon war besetzt. Genau. Alles Gute, lieber Martin. Ich danke dir und super an deine Sendung und alle, Dankeschön. Die da mitarbeiten. Ast rein. Danke, tschüss. Mach's gut. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, freie Themennacht. Heute und morgen heißt unser Thema Sex hat mein Leben zerstört. Und ich möchte gerne mit euch reden, die durch eine sexuelle Aktion, wie immer sie auch gewesen sein mag, Schaden davon getragen haben, Irritationen. Dass ihr im Nachhinein sagt, Mensch, diesen Sex hätte ich besser nicht gemacht. Das bereue ich sehr. Da ist was wirklich schief gelaufen oder man hat mir Übles angetan. Oder vielleicht habt ihr euch eine schlimme Krankheit geholt. Oder ihr seid durch ein banales Fremdgehen, ist vielleicht eure ganze Liebe, euer ganzes Leben zusammengebrochen, worüber ihr euch im Nachhinein sehr ärgert und das eben sehr bereut. So, nun geht's weiter mit Raphael. Und Raphael ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Raphael. Geh mal nah ans Telefon. Du bist so weit weg. Ist schon besser, oder? Ja, ist schon besser. Um was geht's? Ich leide unter Katzenphobie. Unter Katzenphobie? Ja. Aha, was heißt das konkret? Also, der Preis ist, ich habe ständig Angst, wenn ich eine Katze sehe. Mhm. Oder, ja. Ich bin auch nicht so ein Freund von Katzen. Nein. Nee. Ich habe auch eine Allergie, wenn ich in einem Raum bin, wo Katzen sind, muss ich sofort raus. Mhm. Aber bei dir ist das schlimmer. Das heißt, Phobie heißt ja, du hast richtig Angst vor einer Katze. Ja, also das hat mit 15 ungefähr angefangen. Ja. Mit 15, mit so Albträume habe ich dann gehabt. Das hat sich so, Einfach so, einfach auch so aus.
Ja, also schreckliche Albträume habe ich dann gekriegt. Ja. Und dann hat er sich so weiterentwickelt, dass ich vor ungefähr letzte Woche eine Katze getötet habe. Wie bitte? Du hast eine Katze getötet? Ja. Wie hast du die getötet? Wo? Mit Luftpistole. Also bei uns im Haus wohnen ältere Leute. Ja. Und die futtern immer die Katzen und so. Ja. Und dann war ich auf dem Balkon und so, habe ich eine Katze gesehen. Ja, und dann habe ich meine Luftpistole rausgeholt und habe ich die Katze erschossen. Bist du bescheuert? Ja. Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht die Katze einfach umbringen. Ja. Du kannst ja fette Anzeigen kriegen. Verstoß, Tierkiller, ich weiß nicht, ob man da eine Anzeige kriegt, die Verstoß gegen Tierschutzgesetz oder ich weiß nicht was. Na, bestimmt. Du hast von dem Balkon mit einem Luftgewehr die Katze erschossen? Ja, mit einer Luftpistole. Und die Katze war gleich tot? Ja, nach 13 Schuss. Und die alten Leute, die haben das mitbekommen? Ja, nein, leider nicht. Ja, Gott sei Dank nicht. Ja. Gott sei Dank nicht, sonst hätten die sich auch erschrocken. Ja, ich habe ein bisschen so Schuldgefühle, dann habe ich schon gedacht, ja, vielleicht ist das schon besser, wenn die mich dann erwischen und so. Also hast du auch ein schlechtes Gewissen, dass du das gemacht hast? Ja, das auch, ja. Waren das wildernde, frei rumlaufende Katzen oder gehörte die Katze jemandem? Nein, ich weiß das nicht. Aber ich denke mal, da sind fremde Katzen. Ja, gut. Aber du weißt ja, welch enges Verhältnis Menschen mit Tieren und Menschen auch mit Katzen haben. Mhm. Stell dir mal vor, das ist eine Katze vielleicht von einer älteren Dame oder ist ja egal von wem, die ihr Tier sehr liebt und du erschießt die Katze. Ich bin ganz fassungslos. Also ich kann verstehen, wenn man Katzen nicht mag, weil ich mag sie auch nicht gerne, aber das ist ja nur heftig. Ja, schlechtes Gewissen habe ich auf jeden Fall. Ja, das ist auch richtig so. So, jetzt ist ja die Frage, wie geht's weiter, wenn du so eine Phobie vor den Tieren hast? Das macht mir ja fast schon richtig Sorgen. Ja, ich habe vielleicht dann Angst, dass das später so hundemäßig und so, oder? Aber bis jetzt nur Katzen, also. Also im Moment deutet sich da nichts anderes an. Du kannst das nicht erklären. Nur mit diesen Albträumen. Ja, genau. Also du hast keine schlimme Erfahrung mal mit einer Katze gemacht? Nein. Gar nichts? Überhaupt nicht. Mhm. Wenn du auf der Straße, erzähl das mal, damit ich das noch besser kapiere. Wenn du auf der du gehst beispielsweise ja, auf der Straße spazieren und da laufen einem schon mal Katzen über den Weg. Also Was löst das in dir aus? Also einmal bin ich mit Kollegen durch den Park gelaufen, da ist auch schwarze Katze gelaufen und dann bin ich einfach weggerannt. Bist du weggerannt? Ja, schreckliche Angst, wirklich Panik und dann bin ich einfach weg. Mhm. Also, das heißt, du gerätst wirklich in Panik, Herzschlag wird hoch, fängst an zu schwitzen und kriegst richtig, das sind klassische Zeichen von einer Phobie. Mhm. Aber nur von Katzen, so Hunde mag ich über alles und so, aber Katzen, ich weiß das nicht. Also du bist ja richtig ausgerastet, ne, mit dieser Aktion des Erschießens. Mhm. Hat das irgendjemand gesehen eigentlich? Nein. Ich bin dann schnell runtergegangen und so. Hm? Und dann habe ich Handschuhe mitgenommen. Ja? Weil ich hatte schreckliche Angst, diese Katze anzupacken. Ja? Aber dann habe ich dann irgendwie so geschafft, gerade in einen Sack reingetan und dann habe ich diese Katze entfernt. Ja, das ist aber schon erstaunlich, wenn jemand eine Phobie vor Katzen hat und dass du dann eine tote Katze anfassen kannst. Ja, ich habe wirklich Angst gehabt und so, aber... Ja. Also, ich finde, dass man da was unternehmen muss, damit das nicht noch schlimmer wird. Wer weiß, das habe ich auch davon Angst, dass das nicht weiter sich entwickelt und so. Ja, ich finde, dass du in eine psychologische Beratung gehörst. Mhm. Finde ich. Und da soll man sich mit dir beschäftigen, was da weiter passiert, wie du mit dieser Phobie umgehst, weil es gilt ja jetzt noch Schlimmeres zu vermeiden, was eventuell passieren könnte. Würdest du es machen? Bist du dazu bereit? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Pass auf, dann gebe ich dir jetzt gleich mal meine Psychologin und die wird dir mal eine Adresse, eine Beratungsstelle direkt in deiner Umgebung sagen und nennen. Und dann gehst du da mal hin und lässt dich beraten, wie du dich verhalten sollst. Gut. Ja, dann legst du auf, Raphael, und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Gut, alles klar. Okay, danke. Tschüss. Nina.
Nina, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nina. Du bist aber schön klar und laut. So mag ich's. Ja, schön. Um was geht's? Ich habe einen Ex-Freund, mit dem war ich 7 Jahre zusammen. Mhm. Wir sind mittlerweile ein Jahr getrennt. Mhm. Jeder hatte andere Lebensgefährten in der Zeit, Lebensabschnittsgefährten. Und wir überlegen jetzt, ob wir wieder zusammenkommen. Wir haben uns auch in der ganzen Zeit immer getroffen, hängen sehr aneinander. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf seinem Rechner halt Pornos gefunden. Auf seinem Rechner? Ja. Jetzt fragst du mich bestimmt, was ich an seinem Rechner zu suchen habe. Zum es kommen ganz viele Fragen in mir auf. Ja, ja. Fangen wir mit der Frage an. Was hast du an dem Rechner des Ex zu suchen? Ja, also wie gesagt, wir sehen uns noch regelmäßig, wir haben zusammen gekocht. Mhm. Ich krieg morgen einen neuen PC. Er hat den ich kriege, den hat er schon. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit seinem ein bisschen spielen könnte. Also ob ich mir das schon mal so angucken könnte. Also du kriegst deinen alten? Nee, ich krieg einen neuen, aber der ist genauso wie der, den er jetzt hat. Ach so. Mh. Und dann wollte ich mir da halt so ein bisschen rumklicken und so, weil ich mich total freue und irgendwie mal mir die ganzen Anwendungen und so angucken wollte. Ja. Und dann habe ich so das Bildbearbeitungsprogramm aufgemacht und so das Erste, was mir halt entgegenkam, waren so halt eindeutige Bilder. Oh weia. Ja, Skandal. Da kriegt eine junge Frau einen Schock, ne? Ja, schon. Ja. Also ich, weil ich hatte so ein ganz anderes Bild von ihm und es hat also ganz tief drin wirklich so wie so ein Schlag im Bauch. Ich weiß auch Mann. Nicht. Mann. Ich frage erst was anderes. Ich wollte erst noch wissen, habt ihr denn in diesem Jahr, in dem ihr getrennt seid, noch Sex miteinander gehabt? Ja. Auch ja. Das auch noch? Ja. Obwohl da schon wieder andere Partner waren. Ja, also wir konnten es nicht lassen. Irgendwie. Und hast du im Moment auch einen anderen Partner? Nein. Aber es ist erst kurz vorbei. Ja, und bei er? Ihm genauso. Ja. Bei ihm genauso kurz vorbei. Mhm. Und das war halt so, bei uns ist das zugleich vorbeigegangen mit den anderen Partnern. Mhm. Und irgendwie waren wir total happy und dachten so, endlich können wir wieder oder so. Wir saßen schon in den Startlöchern sozusagen. Und dann machst du diese böse Entdeckung. Dieses unsägliche Programm auf. Und dann, ich wünschte echt, ich hätte es nicht gesehen. Weil sonst bin ich immer so, ich will alles wissen. Aber in diesem Fall hätte ich mir echt gewünscht, so... Ich finde es fast schon putzig, dass du dich so drüber aufregst. Was ist denn da schlimm da, wenn er auf so Seiten klickt und sich den Kram reinzieht? Ich weiß nicht, ich stelle mir dann vor, wie er da so im stillen Kämmerlein sitzt und... Und? Ich weiß nicht, irgendwie... Machst du es nicht im stillen Kämmerlein alleine? Nicht mit solchen Bildern. Na gut, jeder ist anders. Ich weiß, wir haben dann auch drüber gesprochen und er hat gesagt, ja, du hast doch nichts dagegen, dass ich masturbiere und so. Ja. Habe ich überhaupt nicht. Habe ich im Gegenteil. Also, nein, nicht im Gegenteil, aber es ist mir so egal oder ich... Erklär mir was dich daran so schockiert oder empört oder abstößt. Er hat immer, wenn er mir wenn wir über das Masturbieren gesprochen haben, hat er mir immer gesagt, ja, ich denke dann immer an dich und was wir so irgendwie zusammen machen und sowas. Und ich bin eifersüchtig auf diese jetzt Frau. Jetzt verstehe ich. Ja, ja. Glaube ich. Weißt du, diese Sprüche glaube ich bei den Männern so nie und auch vielen Frauen nicht. Dass die nur an ihre Partner denken beim Masturbieren. Ja. Ist doch Quatsch. Ist auch okay, ist doch nicht schlimm. Und wenn ihr 7 Jahre zusammen wart, kennt ihr euch innen auswendig. Ja. Da wird der hundertprozentig, und das ist ja auch der Beweis, dass der, wenn der onaniert, nicht nur an die schöne Nina denken. Aber das ist irgendwie so, weil dann denke ich so ein bisschen, dass er mich angelogen hat. Und ach was. Ich finde, da muss man großzügig sein. Ja. Ich finde, der muss auch nicht bei jedem Onanieren an dich denken. Solange euer Sex gut ist, ist das völlig egal, an was er sonst so denkt. Ja. So. Und dass er sich ab und zu mal solche Sachen da reinpfeift, du lieber Gott. Und er sagt auch immer, also das ist ja auch in der Zeit gewesen, wo wir halt Funkstille hatten, sagt er. Ja. Dagegen, also. Wahrscheinlich lügt er sich jetzt irgendwie ein bisschen raus, weil er gemerkt hat, dass du so schockiert bist. Ja. Ich würde an deiner Stelle jetzt ganz großherzig sein und sagen, ach komm, pass auf, schwamm drüber. Von mir aus guck dir den Kram an, solange ich da nicht bei sein muss, ist es mir egal. Hm. Ich glaube, da gewinnst du mehr und das beeindruckt ihn mehr, als wenn du da jetzt kleinkariert, eifersüchtig da anfängst zu reden und warum. Ja, ich habe echt
voll die Show da ab. Ach, albern. Marina, wirklich, es ist albern. Wirklich, komm, es ist für völliger Unsinn. Da musst du, das ist kein Grund, eifersüchtig zu sein. Wirklich. Also ich weiß, es ist auch nicht nur Eifersucht. Es ist auch, hat so ein bisschen mit meiner Erziehung zu tun und ich finde es halt auch ein Stück weit eklig. Ja. Und so, weißt du, es ist so ein Abgründe tun sich da auf. Ja, was Sexualität ist halt auch oft vulgär, ja. und es ist auch egal. Ich finde wirklich, da muss man sich dann, wenn man vielleicht auch etwas anders erzogen ist und anders, selbst einen anderen Geschmack hat und selbst sowas nicht machen würde, muss man dann sagen, tolerant, lass ihn. Entscheidend ist, dass der mich liebt, entscheidend ist, dass der mir treu ist, dass der nicht mit anderen Frauen in die Kiste steigt. Ja, das würde er nicht machen, das glaube ich. So, und alles andere ist doch egal. Der guckt auf der Straße auch anderen Mädels nach und findet den Busen und den Po toll. Das ist doch, du guckst doch auch anderen Jungs nach, sei doch ehrlich. Ja. So, und das ist doch alles normal. Wir wären ja Heilige, wenn wir das nicht machen würden. Ja, du hast recht. Ne? Also, du musst jetzt die Großherzige spielen. Ja. Okay, mach ich dumm. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Petra, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, Petra, um was geht's bei dir? Ja, ich habe also folgendes Problem. Ich hatte jetzt eine Beziehung hinter mir und ich bin ein bisschen nervös. Die ist jetzt ungefähr ein Jahr gewesen. Und die hat ein Jahr gedauert. Ja, die ist gerade beendet worden. Ja, im April. Ja. Und mein Freund, der war Alkoholiker, der brauchte also ständig seine 7-8 Flaschen Bier. Und im April ist es also so weit gewesen, dass er noch mehr getrunken hat. Und ich habe gemerkt, er ist ziemlich betrunken und wollte eigentlich, dass er aufhört zu trinken und habe ihm dann eine volle Flasche Bier einfach weggenommen und wollte sie weggießen. Daraufhin hat er mich dann in der Küche geschnappt und hat mich dann gegen die Wand geschlagen mehrmals mit dem Kopf und habe dabei ziemlich viele Haare verloren und dicke Beulen im Kopf und so. Und wie er endlich in der Küche aufgehört hat, hat er dann im Wohnzimmer weitergemacht. Also es war so krass, das ganze Haus hier hat es mitbekommen und er hat auch Hausverbot hier bekommen und so. Oh, oh. Ja. Warst du verletzt? Ja, ich hatte Hämatome am Kopf und wie gesagt, jede Menge Haare fehlten. Und mein Gesicht war total schief und so. Ja, das Problem ist nur, er will mich immer noch zurückhaben. Der belästigt mich telefonisch oder lauert mich auf. Ich habe schon mittlerweile Handynummer geändert und so. Also erstmal Kompliment, dass du die Konsequenz gezogen hast. Danke. Hast du dein Radio noch an? Nee, aber... Irgendwas? Halt und Schalter im Hintergrund. Ja, aber das kann... Oder hast du die Freisprechanlage? So, ja, genau, jetzt ist er aus. Erstmal Kompliment. Ne, es gibt ja nun genügend, oftmals sind es Frauen, die wirklich geschunden werden von ihren Typen und den letzten Schritt nicht machen können. Du hast die Konsequenz gezogen, schon mal gut. So. Und für dich ist auch klar, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Definitiv. Ja. Da ist nicht irgendwas schlägt noch in dir, dass du sagst, vielleicht doch oder... Nein, kann ja auch gar nicht. Ja. Handynummer gewechselt. Aber er weiß, wo du wohnst? Ja klar, der wohnt auf der gleichen Straße. Ach so. Ja, ich versuche jetzt auch die Wohnung zu wechseln, weil ich bin Rentnerin, ich habe meine Halswirbelsäule kaputt. Ja. Und das erschwert das Ganze ja noch mehr, weil, kannst du dir ja vorstellen, wenn du dann mit dem Kopf dauernd gegen die Wand geschlagen wirst. Ja, vor allen Dingen, das läuft mir auch nach. Ne? Ich kann keine Nacht richtig schlafen. Hast du ihn angezeigt? Nein. Das nicht? Nein, habe ich nicht gemacht. Weil ich auch einfach Angst hatte, was dann noch auf mich zukommt, weil der ist unberechenbar, der Mann. Ne? Jetzt hatte ich wohl einige Dinge von ihm noch hier in meiner Wohnung. So ein Monitor und Fernseher und noch ein paar andere Dinge, weil er schuldet mir auch noch Geld. So, und ist er gestern wieder so total ausgerastet, natürlich total betrunken. Er wollte sofort seinen Monitor und so. Und da habe ich nur ganz ruhig gesagt, wir haben vereinbart, du kriegst das dann und dann. Und außerdem, du bist betrunken, da möchte ich dich gar nicht erst sehen. Der hat aber so lange rumgebettelt, ja, ich bin wahrscheinlich zu weich. Da habe ich dann nachher gesagt, ja komm, dann gib den Monitor und dann hast du für heute Abend Ruhe. Ja, und heute hat er mich dann wieder angerufen. Es tät ihm alles leid, er hat mich auch dann derbe beschimpft gestern. Also hast du denn gestern nochmal in die Wohnung gelassen? Nein. In die Wohnung gelassen nicht, nein, am Telefon. Ja, aber den Monitor hast du ihm gegeben. Ja, ich bin runtergegangen, ich habe den runtergebracht. Wie viel Geld schuldet er dir noch? Ja, so 300-400 Euro. Ja. Und das ist für mich viel Geld, weil ich bekomme nur Rente und ich habe eine Tochter von 16. Ja.
Und na gut, lassen wir erstmal jetzt nicht über das Geld reden. Das ist natürlich jetzt sehr traurig und misslich, dass das nicht da ist. Aber am wichtigsten ist ja, dass du den Typ vom Hals hast, ne? Vom Hals kriegst. Was ist jetzt noch bei ihm, von ihm in deiner Wohnung? Ein Fernseher? Ja, und noch ein paar Kleinigkeiten. So, da würde ich jetzt fast sagen, um wirklich ganz reinen Tisch zu machen, schaff es weg, gib's ihm, damit er gar keinen Anlass mehr hat, sich zu melden. Wegen dieser Sachen zumindest. Wenn du irgendwann mal das Geld wieder kriegst, sei froh. Und wenn du es nicht wieder kriegst, ist es halt eine Leere und ist es halt doof gelaufen. Auch wenn du das Geld brauchst. Ich will es jetzt nicht irgendwie runterreden. Nee, klar. Aber ich würde jetzt nicht mehr an diesen blöden Gegenständen da hängen. Die bringen dir das Bargeld auch nicht, das du brauchen würdest. Nee, das stimmt schon. Einfach um so wenig Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. Ne? Und da hat er ja wieder einen Anlass, sich bei dir im nächsten Suff zu melden. Ich will den Fernseher haben. Wie ist der denn, wenn er nüchtern ist? Ist der zugänglich? Ja, dann ist er eigentlich relativ zugänglich. Ja gut, der hat einen großen Mund und er ist der Beste und er kann alles und so. So ein Typ ist das. Ne? Aber zu mir oder zu meiner Tochter war er dann eigentlich meistens nett. Also. Aber ist es so weit, dass du wirklich überlegst, die Wohnung zu wechseln? Ja, ja, alleine schon wegen der Miete, die ist zu teuer und die Wohnung hier ist auch sehr feucht und so. Achso, na gut, dann hat es zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja, aber so weit ist es wirklich schon. Ich war vor 14 Tagen mit meiner Tochter auf dem Schützenfest gewesen, da wo ich groß geworden bin, das ist so ein kleiner Ort. Und habe ich Handy extra zu Hause gelassen, damit er mich da nicht belästigt und so. Ja, da kam ich nach Hause, da stand er dann an der Ecke bei mir in der Wohnung und hat mich aufgelauert, hat gewartet, bis ich nach Hause kam. Und wie ich dann hochkam, 52 Anrufe in Abwesenheit und sowas alles. Aber ich meine, du hast eine neue Handynummer. Ja, jetzt. Jetzt. Habe ich diese Woche gemacht. Das Problem an solchen Sachen ist immer, du kannst ja auch damit nicht zur Polizei gehen. Solange, ne, das ist ja das alte Lied, immer, solange da nicht wirklich was vorfällt. Ja, obwohl die Polizei war ja hier, ne? Also an dem Abend, wie ich den rausgeschmissen habe, war die Polizei hier. Das ist auch alles aktenkundig. Ja, aber du hast keine Anzeige erstattet, das habe ich richtig verstanden. Nein. So, jetzt finde ich gut, also lass uns einfach so versuchen, so die verträglichste Strategie zu finden. Vielleicht hast du recht, dass es in dem Fall ganz gut war, keine Anzeige erstattet zu haben. Weil er hat ja nur offensichtlich ein ganz großes Drogenproblem. Das gibt er aber nicht zu. Ich habe gesagt, du musst in die Therapie, ne? Nein, will er nicht. Er will es von alleine schaffen. Das schafft er aber niemals von alleine. Ja. Du bist schon auf Wohnungssuche? Ja, so halbwegs. Willst du dann also relativ weit wegziehen von der Straße, wo du jetzt wohnst? Von der Straße, ja. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Er wird dir dann nicht mehr so einfach über den Weg laufen. Ja, eben, zumal er hat keinen Führerschein, kann gar nichts. Das ist schon mal ganz wichtig. Dass die Handynummer hast du schon gewechselt, ist auch wichtig. Hast du noch einen Festnetzanschluss? Ja. Den würde ich auch werden wechseln. Spätestens bei dem Umzug. So, dann würde ich ihm die Sachen zurückgeben. Und dann würde ich erstmal hoffen, dass er dich in Ruhe lässt und vielleicht nochmal in nüchternen Zustand mit ihm nochmal, wenn es nötig ist, ein klares Gespräch führen. Dass du ihn auch gar nicht aggressiv machst, sondern so, dass du einfach bittest, dass eure Wege jetzt sich trennen. Es gibt für solche Fälle keine ganz klugen Ratschläge. Nee, eben. Das ist das Schlimme daran. Und die Polizei schreitet ja wirklich auch erst ein, wenn dann nochmal was Richtiges passiert ist. Und selbst dann ist es alles kompliziert. Und da gibt es ja die übelsten Storys. Am besten ist aus dem Weg gehen und hoffen, dass der sich da beruhigt und auf keinen Fall weiter reizen mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und auf kleine Rechthabereien da pochen und so. Ja, ist aber alles nicht so einfach. Nee, weiß ich. Aber ich sag dir nochmal, gut, dass du weg bist vom Leben. Ja, nur ich habe ja auch noch eine Tochter, für die habe ich Verantwortung. Ich war letztes Jahr im Oktober schon soweit. Meine Tochter sagte mir eben, ich soll das unbedingt auch sagen. Also, du wirst das jetzt verabscheuen, ich weiß, ich höre deine Sendung öfter. Ich war soweit, ich wusste wirklich nicht mehr weiter, weil ich habe eine ziemlich schlimme Kindheit hinter mir, also Mutterliebe und so habe ich nicht gekannt, deswegen habe ich das Gespräch eben auch so verfolgt mit dieser Mutter da, mit den zwei Kindern. Und das kenne ich bis heute eigentlich nicht und meine Tochter bekommt schon von mir, also mehr als genug, die liebt mich auch abgöttisch, aber ich war so weit, ich bin ausgetickt und habe Tabletten genommen, ich war im Krankenhaus, also und der Arzt hat nachher gesagt, Gott sei Dank haben sie wieder Reaktion auf den Pupillen, weil das waren schon stärkere Tabletten. Ja, wahrscheinlich stand dir das Wasser aber wirklich bis zum Hals. Ja, natürlich. Aber umso größer
Mein Kompliment, Petra, dass du das durchgezogen hast, die Trennung. Mhm. Denn wenn man so angeschlagen ist, wie du es gewesen zu sein scheinst, ist es ja umso schwieriger, dann so einen Schnitt zu machen. Gerade wenn du so einen Typ da vor dir hast, der völlig unkalkulierbar ist. Ne? Ja, ja, eben. Und ich weiß auch, der hatte so noch nie lange Beziehungen. Ich bin eigentlich mit seine längste Beziehung. Mhm. Und eine, die war etwas kürzer wie meine. Und der Frau ist dann ein halbes Jahr hinterher gestiegen. Mhm. Das kann ich nervlich nicht. Ich schaff das nicht. Ne? Ja, jetzt sieh zu. Kümmere dich richtig drum. Das ist ja alles sehr zukunftsorientiert, was du jetzt mir auch erzählt hast, auch mit der neuen Wohnung. Knie dich richtig rein, dass das relativ schnell über die Bühne geht mit der neuen Wohnung. Ja, nur da habe ich dann auch wieder so ein bisschen Ängste, weil ich meine, Hilfe bekomme ich, weil ich selber ja nichts mehr tragen kann. Wie gesagt, meine Halswirbelsäule ist ja kaputt. Mhm. Ne? Nur das ist jetzt auch wieder so, ich habe hier 3 Monate Kündigungsfrist und wie sieht das denn mit der neuen Wohnung aus und so. Und das sind dann auch so Probleme. Ja, das sagt sich immer so leicht, zieh um. Ich weiß, ein Umzug ist immer kompliziert, immer nervig und vor allen Dingen, wenn man angeschlagen ist oder, wie du sagst, du bist Rentnerin aufgrund einer Erkrankung. Aber da müssen sich dann irgendwie Mittel und Wege finden. Mhm. Gibt es im Freundesbekanntenkreis nicht ein paar Männer, die dir helfen auch? Ja, doch, das gibt es. Schon mein Vater auch und mein Bruder auch. Ja. Und also meine Familie. Also ich finde den allergrößten, tollsten, krassesten Schritt hast du gemacht. Mhm. Und jetzt mach auch weiter. Mhm. Jetzt sieh, das ist alles sehr nervig, noch diesen ganzen bürokratischen Kram mit der Wohnungssuche und so. Mhm. Aber mach das. Mhm. Knie dich da jetzt richtig rein. Mhm. Und ich glaube, das ist die halbe Miete, wenn du erstmal weg bist von dem, auch so räumlich weg bist. Ja, denke ich mir auch. Ne? Möchtest du gerne mit einer Psychologin noch ein paar Worte reden? Ja, würde ich gerne machen. Heide ist das heute. Ja, danke schön. Liebe Petra, toi, toi, toi und viel Glück bei der Wohnungssuche. Vielen Dank. Ne, du legst auf und die Heide ruft dich an. Ja, könnte ich auch noch vielleicht ein Autogramm von dir haben? Dann gib der Heide gleich bitte deine Anschrift. Ja, mache ich. Okay? Okay. Tschüss, Petra. Tschüss. Morgen heißt unser Thema Sex hat mein Leben zerstört. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr aufgrund einer sexuellen Aktion, einer sexuellen Tat, eines sexuellen Vorgehens etwas sehr Übles mal erlebt habt. Das muss nicht vielleicht unbedingt sein, dass das ganze Leben zerstört ist, aber dass es eine heftige Erschütterung gegeben hat, dass ihr sagt, heute so im Nachhinein, hätte ich doch bloß damals diese Sexualität, diesen Sex nicht gemacht, hätte ich mich darauf nicht eingelassen. Denn die Folge davon ist wirklich für mein Leben bis heute schlimm, dramatisch und es hätte nicht passieren dürfen. So, jetzt bin ich verbunden mit Sabrina und Sabrina ist 19. Hallo Sabrina. Hallo. Boah, ist mir jetzt schlecht. Bist du aufgeregt? Ja, total. Kann ich verstehen. Wäre ich, glaube ich, auch. Ja, also ich habe gestern schon mal versucht anzurufen, weil gestern war ich irgendwie total am Ende, weiß nicht, hatte meinen melancholischen oder so, keine Ahnung. Und eigentlich habe ich im Moment mehrere Probleme oder was mir nicht aus dem Kopf geht, aber ich musste mich ja jetzt auf eins beschränken und das wäre mein Freund. Dein Freund? Ja. Nämlich, erzähl mal, wo ist das Problem da? Also ich bin mit dem jetzt am 29. bin ich mit dem 1 Jahr und 1 Monat zusammen. Ja. Er ist mein erster Freund. Also ich bin erst mit 18 mit dem zusammengekommen. Ein Monat und ein Jahr? Ja. Mhm. Hab das erste Mal mit ihm halt sexuellen Kontakt gehabt. Ja. Und die letzten Monate ist total heftig. Wir sind sonst nur noch am Streiten. Warum? Wegen Kinkerlitzchen. Ich weiß nicht, ich bin unzufrieden mit mir, ich bin unzufrieden mit allem. Er ist auch nicht gerade der Glücklichste im Moment. Und ich habe noch Stress, also im Moment jetzt nicht so, aber ist ziemlich viel bei mir in der Familie passiert. Das habe ich auch an ihm ausgelassen, das weiß ich auch. Mhm. Tut mir auch leid, aber weiß ich nicht, ist im Moment alles unglücklich. Und er ist ziemlich eifersüchtig, das ist auch noch ein Problem. Das heißt also, die letzten Wochen oder vielleicht sogar Monate sind gerade nicht sehr schön bei euch? Nein, mein Problem ist auch, ich mache mir manchmal selbst Vorwürfe und habe ein schlechtes Gewissen, weil es war nie so, dass als ich mit ihm zusammengekommen bin, dass ich jetzt, wer weiß, wie Herzklopfen oder Schmetterlinge im Bauch gehabt hatte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, eher, das ist mit der Zeit so gewachsen. Ich meine, ich möchte ihn jetzt auch nicht mehr missen und so, aber weiß ich, da mache ich mir auch immer so ein bisschen Vorwürfe. Also das war am Anfang gar nicht so eine euphorische Liebe für dich? Nein. So ein euphorisches Verliebtsein. Von wem ging denn die Beziehung aus? Wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Boah, also einmal kannten wir uns noch nicht lange. Wir kannten uns nur eine Woche. Mhm. Und dann waren wir bei Freunden und es war, ja, dann, ich meine, ich fand ihn schon immer nett, dann hat er auch, mit meinem Spitznamen hat er mich dann ständig angeredet und Witze mit mir gemacht, so,
Ja, und dann meinte er, ich hätte, also wir mussten uns dann abends einen Sessel teilen. Mhm. Und unsere Freunde und so, die lagen auch daneben, waren schon am Schlafen. Ja, und dann meinte ich, er hätte mir die Hand gegeben und so. Und er meinte es halt umgekehrt und dann kam das alles einmal irgendwie halt so. Ja, und plötzlich waren wir zusammen. Ja, also du meinst, dass er am Anfang schon mehr Schmetterlinge hatte als du? Ja, auf jeden Fall, glaube ich das. Mhm. Ich glaube ja oft, dass, wenn man sagt, das sind so Kleinigkeiten, weswegen wir uns streiten. Ich glaube ja, wenn man sich über immer wieder über Kleinigkeiten streitet und es grundsätzlich wird, dass in wirklich Grundsätzlichen einiges nicht in Ordnung ist. Mhm. Wenn etwas gut passt, streitet man nicht immer wieder und auch nicht gravierend über Kleinigkeiten, sondern die Kleinen, das ist ein Signal, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wirklich in der Tiefe was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, bei mir ist ziemlich, weiß ich nicht, ich bin jetzt, seit ich mit ihm zusammen bin, also ich war viel gewogen. Mhm. Und ich habe es dann geschafft, irgendwas, mein Traumgewicht, 65 zu kommen, also ich von 83 auf 65 irgendwann mal. So, und jetzt, seit ich mit ihm zusammen bin, geht das mal weiter wieder bergauf. Ich meine, ich hatte das Gewicht zum Beispiel jetzt ein Jahr lang gehalten, über ein Jahr lang. Mhm. Und ich habe jetzt wieder rapide zugenommen. Er geht seltener mit mir ins Bett. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich ja bei ihm komme, sagen wir mal so, ich bin noch nie... Und noch nie bei ihm, also ja, generell noch nie. Generell noch nie. Ja. Und ich habe ihm das erzählt, weil ich dachte, ich meine, das gehört dazu, dass er das weiß. Ja, finde ich auch. Und er macht sich jetzt aber Vorwürfe, obwohl ich ihm gesagt habe, du, das liegt nicht an dir. Mhm. Und ich weiß nicht, also deswegen, wir schlafen jetzt zusammen, weiß ich nicht, nur noch höchstens dreimal im Monat. Und ich denke, ich bin 19 und das reicht mir nicht. Habe ich das richtige Gefühl, dass Sabrina eigentlich ziemlich unzufrieden ist im Moment? Total. Und dass Sabrina da so eigentlich einen ganz guten Freund an ihrer Seite hat, aber wenn du sagen würdest, oder wenn du antworten solltest, liebst du ihn, würdest du sagen, eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich meine, ich hänge auf jeden Fall total an ihm. Und ich würde ihn auf keinen Fall irgendwie aufgeben wollen. Aber du bist unzufrieden. Und das hängt massiv damit zusammen, mit ihm zusammen, mit dieser Beziehung. Ja. Ich meine, okay, im Moment ist zu Hause auch viel passiert. So, mein Stiefvater und meine Mutter haben sich getrennt und das wegen einer Bekannten. Und es heißt, erst jetzt wären die zusammen und nicht wie, also meine Mama hat schon länger den Verdacht gehabt und so ein Zeugs. Ja, und mein Bruder und mir ist ja jetzt gegenüber nicht so ehrlich und so. Und das nimmt mich also auch ganz schön mit. Da kommt jetzt einiges andere auch noch zusammen. Total viel. Aber dennoch ist meine These, wenn das eine funktionierende Liebe wäre, eine gute Liebe wäre, dann würde die das auffangen, diese äußerlichen Unstimmigkeiten, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Er ist sehr interessiert an der Beziehung. Ja. Sehr. Hm? Er ist sehr interessiert an der Beziehung. Ja, ja. Mhm. Und er weiß auch so deine Grundunzufriedenheiten? Also eigentlich bin ich immer ziemlich offen zu ihm. Mhm. Dann würde ich euch raten, wirklich, wenn er auch ein offener Typ ist und auch willens ist, was zu klären oder zu verändern, dass ihr für ein paar Mal, das muss ja nicht so oft sein, für ein paar Mal zu einer Paarberatung geht. Also dass ihr beide quasi einer dritten Person gegenüber sitzt, so wie ich jetzt ja auch eine neutrale Person bin, und dass ihr mit dieser, das sind ja Psychologen, dass ihr mit dieser Person über eure Beziehung und eure Problematik redet. Obwohl die noch nicht so lange ist? Ja, natürlich, ja? Das ist doch schon ein Jahr und ein Monat. Ja, und ja. Das ist doch völlig egal und es belastet dich und es ist etwas nicht in Ordnung, also muss man es in Ordnung bringen. Klar. Ich fände es gut, also wenn er da mitmachen würde. Wie ist das denn? Kostet das? Nee, das kostet in der Regel nichts, aber die näheren Einzelnen kann ich hier gar noch von meiner Psychologin erklären lassen. Das wäre voll nett. Okay, dann legst du auf und Heide ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Sabrina. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's schon für heute Nacht. Es geht immer so irre schnell rum, so eine Stunde. Ich bin völlig baff. Mann, oh Mann. Also, in der Technik war Gunter Papperitz. Und morgen sind wir wieder da im Radio und im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio hier bei 1Live mit dem Thema Sex hat mein Leben zerstört. Und übermorgen, Donnerstag, sind wir leider nicht hier im Radio, aber dafür schon sehr viel früher im Fernsehen, nämlich um 11:45 im WDR Fernsehen.
So, jetzt wünsche ich euch eine schöne, gute Nacht und freue mich auf ein Wiederhören, Wiedersehen morgen Nacht. Bis dahin. Tschüss.